Ja, Digga, wir schauen uns hier auf jeden Fall noch das Video von Inscope an. Das darf nicht wahr sein. Laut Thumbnail hat er sein komplettes Auto jetzt zerschallert. Sieht nach Heck oder ja, das ist Frontstoßstange, nicht Heck. Ist die Frontstoßstange. Also, ich denke mal, der ist am Bordstein oder so dagegen geknallt. Gönnen wir uns das Video kurz. Digga, Hallo, mein Name ist Lud. das arme Auto. Also, wer das mal kauft nach der Leasingrückgabe. Die Felgen waren 20 Mal kaputt. Von Junge. Tester hält und wir suchen aktuell wieder bezahlte Online-Tester, die sich 16 auf Trend sogar. ganz leicht neben. Die nachfolgende Sendung ist nicht so, für Zuschauer ohne. Dann fahre ich also weiter und weiter und BOOM! Geeignet. Guten Morgen. Scheiße. Guten Mittag oder auch. Ah, okay. Neue Ola Kala Kollektion am Start. Ich sitze hier. Und ich sitze hier. Nee, ich leg mich da nicht drüber auf. Es hat mich auch total kalt gelassen, sei jetzt aber mal. Im retrospektiv betrachteten Ambiente kann man eigentlich kaum darauf zünden, dass gestern so eine Aktion passiert ist. Ich war unterwegs, okay, müsst euch überlegen, dort vor Ort gewesen. Viele Kollegen getroffen aus alter Vergangenheit. Unter anderem auch Exwell. Ich gehe hin, Exwell, wir begrüßen uns, dies, das. Im späteren Verlauf des Abends sehe ich irgendwo aus der Entfernung, Exwell setzt zum Sprint an. Ich denke schon so, holy shit, Digga, der sprintet durch die Menge, tackelt einen von der Seite komplett weg und fasst einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Der Typ dachte sich wahrscheinlich auch einfach nur so, jeder das sein. Auch Betty Taube. Jeder das sein. Gestern getroffen, tatsächlich zum ersten Mal mit Betty Taube gestern geredet und ich muss sagen, es war ein entspanntes Gespräch. Wir haben uns über Deutschrap unterhalten und ich hätte niemals gedacht, dass Betty Taube so aktiv Deutschrap verfolgt. Das ist ein Spaß. Es geht aber eigentlich heute nicht um das Event, sondern um die Ankunft zum Event, ja. Ich war unterwegs gewesen mit Sascha. Und man denkt sich in dem ersten Moment, unterwegs mit Sascha, da kann eigentlich nichts schieflaufen. Da habe ich mir erst so einen Rap bestellt mit so einem... Also Sascha ist auf jeden Fall an der ganzen Aktion hier schuld. Mega krümeligem Inhalt. Ich habe also Tüte genommen, es langt wird. Das Sandwich hier gehabt, Licht innen an, okay? Ich fahr so Auto. Bist du mir cool? Rechts noch Polizei angehalten und was machen sie? Ah, ich check's mir gerade einen runter per VR-Brille im Auto, mal lecker verstehen. Dann also Sascha, guter Dinge, Doc, guck mal, ich hab hier rechts für dich einen mega geilen Parkplatz. Und ich war schon so, alter Sascha, Mann, auf den Typen ist einfach Verlass. Ich fahr also rechts ein und ich denk schon so, meine Güte, die Straße ist aber ziemlich asozial dunkel gewesen. Irgendwie habe ich schon ein leicht Digga, der kann die Geschichte aber auch nicht normal erzählen. Komisches Bedrängnis bei der Sache bekommen, weil ich so dachte, sag mal, das ist aber eine komische Straße hier. Ich habe gedacht, gut, Sascha, auf den Typen ist doch Verlass. Ich fahre also weiter, eingelenkt, wie immer noch Innenlicht an. Ich sehe kaum die Straße. Ich denke, sag mal, was ist denn das für eine komische Einfahrt? Dann fahre ich also weiter und weiter und BOOM! Geil, Alter. Ja, keine Ahnung, gegen Stein oder gegen Bordstein. Ich denke mal Bordstein. Gut, jetzt muss man auf jeden Fall die ganze Frontschuhstange tauschen. Das wird teuer, Digga. Frontschuhstange und diesen Grill da unten noch. Die Abdeckung. Vor dem Lüfter. Ich denke mal, das... Ich glaube, das für ein Autopartikelfilter. Kann das sein? Ich denke mal. Was soll das? Ich probiere gerade zu realisieren. Boah, das ist schon... Das ist schon mies. Ist so teuer. Sehen, ob das ein Traum gerade gewesen ist. Ich guck nach rechts. Also Sascha. Sascha, ich sehe den Typen, der sitzt so da. Und das Einzige, was ich mir in der Situation gedacht habe, war einfach nur... It's another total schade, Kfz. Vielen Dank dir auf jeden Fall nochmal für die präferierte Auswahl des Parkplatzes. Viele fragen sich ja auch, musst du deinen Führerschein überhaupt noch abgeben? Ja, glaube, ich muss den jetzt bald abgeben. Ich wollte eigentlich noch den Winter umgehen. Naja gut, bei minus 10 Grad mit dem Fahrrad. Ich sag euch ehrlich, im Sommer wollt ihr Auto fahren, im Winter wollt ihr Auto fahren. Es ist immer scheiße, wenn du abgeben musst. Bei Schnee und Wetter hat auch irgendwie was. Oder so ähnlich. Nee, ich hab Sascha dann probiert, überhaupt gar keinen Vorwurf zu machen. Ich meine, ich habe dann zu ihm gesagt, Sascha, ist doch nur... ist doch nur die Frontstange, die kostet ja nur 10.000 Euro. Mindestens. Es ist doch nur ein 200k-Wagen. Nee, er hat das dann auch direkt eingesehen. Sascha hat sich überhaupt nicht zu Schuld anerkannt und gesagt, du Digga, du hättest einfach besser auf die Straße gucken müssen. Absolut richtig. Schäm dich. Schäm dich. Nächstes Mal, wenn irgendwo in nächster Nähe ein Gefälle sein sollte, Sascha, würde ich dir einfach kurz anempfehlen. Du, Sascha, park doch im 90-Grad-Gefälle.
Du hast doch einen Geländewagen, ja? Ob ich das Ganze hier witzig finde oder nicht, ich sag's dir morgen. Den Rest vom Abend habe ich mir gedacht, gut, ich drehe da einfach ein Video drüber. Ich hoffe, die Leute lassen den Daumen in der linken Stirnhöhle implodieren. Ich hoffe, die Leute abonnieren den Channel, weil ich sonst meine Monatsmiete nicht mehr zahlen kann. Und unterm Strich hoffe ich dann einfach, dass Sascha sich den Rest seines Lebens... Scheiße. Boah, das ist total teuer. Bei einem 200k-Wagen eine Frontschussstange. Alter, die kosten mindestens 10. Also mit Reparatur austauschen, dies, das. Die werden auch sagen, das ist noch kaputt gegangen, das ist noch kaputt gegangen, das müssen wir auch tauschen. So, das ist immer so. Im Endeffekt wird es dann halt 30.000 werden. Ja, Digga. Oh Mann. Nächster Titel, Stoßstein gegen die Wand geschallert. Scheiße. Ey. Boah. Okay, stimmt. Das Ding ist ja Vollkasko versichert. Aber ja, dann wird halt seine Versicherung umso teurer. Ey, scheiße. Junge. Nico, was machst du?